Anatomie ist Schicksal, wie Freud sagt. Doch gerade jenes Diktum wollen jene Personen nicht akzeptieren. Der Geist soll größer sein als der Leib, der Gedanke mächtiger als das Fleisch. Das Wollen darf nicht durch den Leib beschnitten werden. Und so beschneiden sie den Leib dann eben selbst, um seiner Macht sich zu entziehen. Der Penis wird geopfert für die Macht des Geistes. Das wohl auch im Zuge paranoider Aspekte so manch ein Verwirrter sich verfolgt fühlt, nicht nur von einem Außen, sondern von seinem eigenen Leib, führt dann in nicht wenigen Fällen ebenfalls zur Geschlechtsamputation bzw. zum sogenannten Geschlechtswechsel. Dass das jedoch, blickt man nun etwas genauer, keine Zeichen einer Gesundung sind, sondern psychotisch-paranoide Anwandlung, fällt im Vergleich zu anderen wahnhaften Psychotikern auf, welche sich beispielsweise ihren eigenen Bauch aufschneiden, weil sie meinen, ein Teufel, einen Dämon, ein Kind in sich zu tragen. Und auch hier wird deutlich, der Wahn selbst ist oft gar nicht das letzte Problem, also natürlich in dieser destruktiven Hinsicht schon. Zum Problem wird er aber oft erst auch, wenn ihn die Masse nicht teilt. Aber, in Anführungszeichen, Gott sei Dank, teilen wir diesen Wahn und halten diesen sogenannten Transmenschen nicht nur die Hand in den Abstieg in ihre eigene Hölle, nein, wir Gutmenschen natürlich aus Nächstenliebe und Toleranz stoßen sie in Wirklichkeit noch hinab. Frei nach Nietzsche, was fällt, das soll man stoßen. Das, was du hier siehst, ist übrigens nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem kompletten Video, die Psychoanalyse der Zwanghaftigkeit, welches ich hier verlinke. Darin gehe ich noch viel umfassender und tiefer auf Themen wie Prokrastination, Pläne, Ziele, Analität, Transsexualität, Homosexualität, Geld, Ideale, Narzissmus, Verstopfung, Durchfall, Helfersyndrom, Ernährungsfertig und vieles mehr ein. Jetzt aber weiter mit dem Video. Dass wohl gerade aus bestimmten feministischen Kreisen jene Transsexuellen ermutigt und auch noch unterstützt werden, sich selbst zu kastrieren, mag auch hier wieder in einer gewissen Männerangst bzw. einem Männerhass liegen. Ein Mann ohne Penis, der kann einem auch nicht zur Gefahr werden, jedoch eben auch nicht mehr zur Lust. Aber diese Lust am wilden Mann erfüllt ja dann unsere Einwanderungspolitik. Jedoch, wie gesagt, das ist ein ganzes Thema für sich, welchem ich mich in einem anderen Video widmen werde. Dat de vrouw gaat stoppen, de hoerenzoon. Wenn Mutti keine Schlampe ist, dann muss sie also eine Heilige sein.